Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 9. Eine Sache werde ich mit euch noch durchgehen, und zwar bei den Minispielen werden wir jetzt noch den Kletterkampf, die Qual der Wald, gegen die Zeit, Kartengerangel, Wolkenwürfel und den Bossmarathon machen. Ja, mit dem Bossmarathon werde ich dieses Let's Play dann beenden. Wir fangen aber an mit dem Kletterkampf. Gewinne als erster eine bestimmte Anzahl Minispielen und am Ende Sieger zu sein. Wir sind ein Spieler, machen gegen drei Computer, ich selbst bei Yoshi. Wir werden den Toad dazu nehmen, den Mr. Cooper und die Computerspielstärke werde ich jetzt bis zum Schluss erhöhen auf stark. Ja, und damit kann es auch schon losgehen. Ein blauer Toad, ein roter Toad, ja, das passt ja. Willkommen beim Kletterkampf. Soll ich die Regeln erklären? Nein, danke. Wähle die Anzahl der für den Gesamtsieg notwendigen Einzelsiege sowie eine Minispielkategorie aus. Wir sagen 7 Siege. Jeder gegen jeden. Und Birdo darf das erste Minispiel bestimmen mit einer Drehscheibe. Kugelhagel. Die Minispielregeln werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Die müsstet ihr jetzt eigentlich mittlerweile kennen. Ich kenne sie mittlerweile schon auswendig. Kugelhalle, Kugelhagel. Zum Glück nicht aus der komischen Perspektive. Ja, damit bin ich schon raus. Ah, wir holen alles hinten heraus. Ich will jetzt hier nichts einfach haben. Okay, kommt jetzt mal einer. Könnte mal langsam aber auch mal K.O. gehen hier. Alter Schwede, das wird ja mal komplizierter, ey. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht gehen. So, Bird hat gewonnen. So, hier zählt nur der Sieg. Anderes ist, interessiert hier keinen. Bird hat gewonnen. Darf damit eine Stufe nach oben. So. Weiter geht's. Cooper darf das nächste Minispiel bestehen. Skyblock-Schlag. Alles klar. Einfach mal ausweichen. Ja, das hört sich wieder so einfach an. Gucken, ob ich irgendein Minispiel gewinne, ich hoffe es. Boah, ey, wie dämlich. Okay, der gewinnt! Ma, hätte ich das mal ein bisschen überlebt hier. Okay, da gewinnen sie alle drei. Okay. Früher hätte, glaube ich, keiner gewonnen. Und damit sind wir schon mal letzter. So. Interessant. So, jetzt darf ich bestimmen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich würde eigentlich das nächste haben. Hohe Einsatz. Da brauche ich das Rindchen Glück ein bisschen jetzt auf meiner Seite. Vielleicht habe ich da dieses Mal dieses kleine Glück. Was ich aber allerdings stark bezweifle. So. Die erste Karte habe ich gewonnen. Jetzt habe ich verloren. Der arme Koopa, der ruiniert's mir hier. Ja, jetzt bin ich mir Birdo auch noch. Jetzt bin ich hinten.
immer nur die kleinen Zahlen. Leider. Ende. Mit der 5 hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Mit der 5 gewinnen wir auf jeden Fall 1. Und haben wir die anderen 3 gewonnen. Und ich habe wieder mal verloren. Wie ich gesagt habe, ich hole auf, wenn sie überall bei der 6 stehen. So, jetzt gebe ich von 50% auf 100% hoch hier. So. Ich darf wieder beschimmeln. So, jetzt haben die aber langsam genug Vorsprung hier. Das kann ja schon gar nicht mehr angehen hier. Das geht ja mal so gar nicht weiter hier. Also Puzzle-Fick. Oder Flink. Flink, ja. Genau. Start! So. Wie gesagt, das ging. So kann es ja hier nicht weitergehen. Ach, scheiß Steuerung hier. Oh, Toad hat gewonnen. Das läuft überhaupt nicht. So, wir haben noch nicht ein Minispiel gewonnen. So, ich darf wieder beschimmen. Ich glaube, ich darf jetzt immer beschimmen hier. So. Das müsste ich jetzt aber doch mal gewinnen können hier. Volle Konzentration, jetzt reicht's aber langsam echt hier für mich. Das kann's ja echt nicht mehr sein hier. Jetzt gebe ich hier 100%. Ach! Verdammt, jetzt habe ich mich noch Mann, ich habe gewonnen! Ja, knappes Ding hier. Das kann ja nicht so weitergehen hier. Ich darf wieder bestimmen. Machen wir den Hüpfhimmel. Cooper gewinnt. Warum gehen wir die Minispiele aus, wo ich überhaupt noch gewinnen kann? So, die sind überall bei 3. Ich darf schon wieder beschimpfen. Das hilft genau nicht weiter hier. Ich brauche mal ein paar Siege.
So, jetzt habe ich aber mein Minispiel gefunden. Hier war nochmal die Steuerung. Okay. So, das muss jetzt hier völlig klappen. Das haben wir jetzt aber mal locker gewonnen. Was mich mal freut. So, wir dürfen auch noch mal nach oben gehen jetzt. Und holen ein bisschen auf. So, weiter geht's. Ich darf wieder beschwimmen. Ja, komm, wir drehen. Fett ernten. So, ein schönes Spiel. So, das gewinne ich auch locker. Gleich auf mit allen. So, alle auf drei. Ein komplett neues Bild. So, Birdo darf bestimmen. Oh, Ballballons. Das wird ja schön werden. Schön scheiße schwer. Ob ich bereit bin, ist die andere Frage. Alter, was ist denn das? Ah, schon besser, aber reicht nicht. So, Bird hat gewonnen. Gucken wir jetzt bestimmen darf. Weiter geht's. Toad darf bestimmen. Da wollen wir mal schauen, was er nimmt. Oh, Kugel will die Kür. Sag nur Perspektivenwechsel, mehr sag ich da nicht. Mehr sag ich da echt nicht. Wer das gesehen hat, der weiß, was ich meine. Ich bin froh über diese Perspektive. Die ist zehnmal einfacher. Okay, das war schon zwei so viel rausfliegen. Das ist wirklich eigentlich. Boah, Schwierigkeitsgrad. So, das habe ich gewonnen. Damit sind wir Birdo mit Birdo gleich auf. Das freut mich sehr. Also die Parts nach der Story sind auf jeden Fall länger als die in der kompletten Story, ja.